Hi zusammen. Ein neuer Spaziergang und heute gibt es ein neues Artporträt. Und zwar geht es um den Steinkauz, der hier unter anderem vorkommt. Schaut jetzt hier gar nicht mal so aus, aber da drüben, auf der anderen Seite vom Bach, da ist das eigentliche Steinkauz-Habitat. Ich blende es euch mal ein, wie es ausschaut. Das ist nämlich das Offenland. Hier bei mir vor der Haustür sind es Feldstücke, Wiesenstücke, Streuobstwiesen. Andernorts ist es aber steppenartige Landschaft. Das, was der Steinkauz also braucht, das sind offene Landschaften mit spärlicher und niedriger Vegetation. Und generell kommt der Steinkauz nur in Höhenlagen unter 600 Metern vor. Dementsprechend ist nur der Osten von Österreich besiedelt. In der Schweiz wird es auch relativ knapp mit Lebensraum. Und in Deutschland ist es nur das Zentrum bzw. der Westen. Der Steinkauz ist graubraun. Er ist relativ rund, so ein richtig kleiner Kobold mit vielen weißen Tupfen. Auffällig sind die weißen Augenbrauen und die gelben Augen. Am Hinterkopf befindet sich eine Zeichnung, die Gesichtszüge nachahmt. Das könnte dazu dienen, dass Aufmerksamkeit vorgetäuscht wird. Insgesamt ist der Steinkauz eine relativ kleine Eule und er ist kurzschwänzig. Er wird nur gut 20 cm groß und wiegt so zwischen 150 bis 250 Gramm. Eulen wird ja immer nachgesagt, dass sie nachtaktiv sind. Und beim Steinkauz ist das gar nicht so der Fall. Gerade zur Brutzeit ist er durchaus auch tagaktiv. Und ja, wenn ihr in entsprechenden Gebieten unterwegs seid, dann achtet auch auf den Steinkauz. Der sitzt gerne recht exponiert, aber trotzdem verdeckt. Also der hat so seine Ansitzwarten, wo er die Landschaft überblickt. Aber er ist recht schwer zu finden. Und wenn er mal ein bisschen weitere Strecken überbrücken muss, dann fliegt der so spechtartig, also ein Wellenflug. Kürzere Strecken sind irgendwie total unkoordiniert. Also Steinkauz ist ziemlich eindeutig zu erkennen, wenn er fliegt. Einerseits hat er seine Sitzwarten, von denen aus er Beute ergreift. Aber er ist genauso ein Bodenjäger. Er sitzt sehr gerne am Boden und rennt da Mäusen hinterher, Käfern, Regenwürmer. Da gehört ziemlich viel zu seinem Beutespektrum. In wärmeren Gebieten auch Eidechsen oder Schlangen, Amphibien. Also das ist relativ divers. Und wenn ich jetzt nochmal ein Bild vom Lebensraum hier vor der Haustür einblende, dann haben wir da Streuobstwiesen. Und diese Streuobstwiesen, die haben durchaus sehr alte Bäume und in den Bäumen sind dann Baumhöhlen. Wie alle anderen Eulen auch, baut er kein Nest. Er sucht sich eine Baumhöhle, wo unten ein bisschen Mulm drin ist und dort legt er dann seine Eier. Aber nicht nur in solchen Baumhöhlen kann er seine Eier legen. Da ist er auch relativ vielfältig, wo er letztendlich nistet. Das können auch alte Schuppen sein, alte Scheunen, in Steinwällen durchaus oder Weinkellern, in diesen Steinritzen und Mauern. Ich habe sogar schon gehört, dass sie zwischen Strohballen, zwischen gelagerten Strohballen gebrütet haben. Also auch da macht der Steinkauz keinen Halt vor. Der Gesang, das ist so ein langgezogenes. Ich bin nicht perfekt da im Imitieren, aber so ungefähr hört das sich an. Und es bleibt nicht nur bei diesem Gesang, dieses langgezogene Hu. Er ist relativ divers in seinem Stimmrepertoire. Also da kann man letztendlich alles erwarten. Hier bei uns ist er recht stark gefährdet. Und das hat mehrere Gründe. Es fehlt zum Beispiel an idealem Habitat. Und das ist ja bei letztendlich jeder Tierart so. Dabei wäre es eigentlich so einfach. Er braucht nämlich eigentlich Baumhöhlen und kurzrasige Bereiche. Und wo haben wir das? Auf Weideflächen. Das wäre so ein Punkt, wie man relativ leicht die Steinkauzpopulation fördern könnte. Zusätzlich dazu gibt es diverse Nistkastenprogramme bei uns in Deutschland. Und die werden extrem gerne angenommen und das ist sehr erfolgreich. Steinkäuze lieben scheinbar Nistkästen. Die sind einfach groß, geräumig, trocken. Viel besser als so eine Baumhöhle. Sie brüten da drin und in relativ kurzer Zeit kann man die Population steigern. Außerdem sind diese Nistkästen so gebaut, dass da ein integrierter Marderschutz drin ist, dass er da nicht reinklettern kann oder greifen kann, weil da zwei Löcher sind, die versetzt eingebaut wurden. Ist natürlich auch nochmal so ein Grund, da ist er einfach deutlich sicherer vor dem Marder, weil das ist schon einer der Hauptprädatoren vom Steinkauz. Und in der Naturhöhle ist das eben nicht der Fall. Da kann er einfach reinklettern, die Jungtiere rausholen oder gar den Altvogel. Neben dem Marder sind natürlich noch andere Tierarten, Prädatoren. Das ist einerseits der Uhu
und der Waldkauz. Deswegen meidet der Steinkauz auch die Bereiche oder die Streuobstwiesen, die direkt am Waldrand liegen, weil da eben der Waldkauz vorkommt. In der Regel. Ich kenne auch genug Streuobstwiesen, wo er vorkommt, ja, wo er direkt neben dem Waldkauz brütet. Und jetzt hier auch nochmal ein paar Beispiele, was verdeutlichen soll, was dazu führt, dass der Steinkauz im Bestand abnimmt. Hier vor mir, das war ein schönes Revier. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich hier geguckt habe, jeden Abend draußen war. Das ist quasi vor meiner Haustür, bin ich immer mit dem Fahrrad hingefahren. Und da sah das einfach noch ganz anders aus. Mittlerweile ist es verwildert. Und da hinten in diesem Pflaumenbestand, in dieser buschigen Baumhecke, da war eben auch ein Nistkasten, der frei war. Die Vegetation ist viel zu hoch und dementsprechend ist auch der Steinkauz abgewandert. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video ein bisschen was lernen und der Hintergrundsound von der Autobahn war nicht allzu störend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versuche noch mehr Artporträts zu machen. Das war jetzt der Steinkauz. Diverse andere Eulenporträts gibt es ja schon. Wer noch mehr zum Steinkauz erfahren möchte, der ist mit meinem Buch gut aufgehoben, denn dort gibt es ein komplettes Kapitel zum Steinkauz, wie man ihn fotografiert, wie ich ihn fotografiert habe und noch viele weitere wissenswerte Infos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!